Initializing interface. No further data found. Initializing command interface. EBP shutting down. Ja, vielen lieben Dank, EBP. Herzlich willkommen und moin zu einer weiteren Folge Empyrean. Ja, ich fahre mal wieder zwischendurch ein bisschen fleißig. Hab ein bisschen umgebaut. Hier, die blöde Treppe ist weg. Die war im Weg und die war auf dem Sack. Ich wurde zwischendurch von einem Transporter angegriffen. Und die haben mir eiskalt den Kern zerschossen. Und da war ich ganz schön angefressen. Zumal ich dann deren Kern zerschossen habe, dann versucht, den eigenen einzusetzen. Und das war also so richtig. Auf jeden Fall habe ich jetzt den Kern ein bisschen diskret hier hinten untergebracht. Konstruktor gebaut, weil ich gleich Raketen bauen wollte. Raketenwerfer, die habe ich auch mittlerweile. Und ja, da muss ich ein bisschen Kraftstoffzellen, genau. Und dann ist mir aber aufgefallen, ja, die Hände. Ich kann keine Raketen bauen, weil ich kein Magnesium habe. Also habe ich mir gedacht, scheiß drauf, holt sie Ketzer und dann geht es gleich wieder ab in die Destruktion, weil diese blöde Basis kriegen wir mir die ganze Zeit nicht kaputt. So, Missionen. Dann haben wir hier jetzt Polaris. Hier haben wir gedacht, wir fahren mal jemand an. Und hier geht es einfach darum, dass wir jetzt erstmal zur Handelsstation fliegen sollen, die sich irgendwo im Weltraum befindet, glaube ich. PDA-Log. To der Training Station. Orbital Training Station. Auf geht's. Ich habe den Ketzer wieder geholt. Ich habe ein bisschen Waffen nachgerüstet. Zwei Raketenwerfer, links und rechts und zwei Höhlands. Der war ganz schön kaputt. Ich habe hier hinten ein bisschen umgebaut. Also zum einen hier Auslässe für die YouTube. Und die Treibstofftanks. Hier aussteigen. Und mein Ketzer verdünnisiert sich gerade. Das ist dumm. Ich glaube, es ist gut, dass ich kurz vorm Verhungern bin. Und ich erfriere. Die ist kalt.
So viel zum Thema Weltraum. Super gut. Ich wollte nur einen kurzen Weltraumspaziergang machen. Was kommt mal raus? Ja, ich fühle mich gut. Das kann ich mir vorstellen. Ich frage mich gerade. Das ist schön. Also ich frage mich, ob das Schiff gerade den Boden stürzt oder ich mich weiter entferne. Man weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht ganz auf die Geschwindigkeit. Deswegen könnte das ein Problem geben. So. Ja, ich bin aufgrund von Hitze und Kälte. Oder Kälte, finde ich auch. Also, ich glaube, ich habe beides gekocht und bin erfroren. So. Wie, ich kann nicht. Ach du Scheiße. Sauerstoff, das ist ja total scheiße. Und friere Stimme. Alles sehr langsam. Ich hoffe nur, dass das bis zum Raumschiff läuft. Das hat lange gedauert. Ich bin wieder zu dämlich gewesen. Zack, so, wieder ein Ketzer. Auf geht's. Ich fliege immer noch. 22 Grad, komm mal da. Schwere Möglichkeit. Ich glaube. Nee.
nochmal hier bei den Polaris. Wo ich rangehen durfte, ohne dass da einer was gesagt hat. Alter, was ist das? Eine Schatzstelle. Thank you.
Alter! Komm mal klar. So. Für das beste Verlauf. Ich habe jede neue Version. Wird als bugfrei angepriesen. Ja, okay. Das Jubiläumsbier.
Ja. Dann machen wir das einfach. Ich weiß nicht, ob ich dafür gerecht bin. Aber ich werde Sklaven. Teil Space bin. Alter, wieso hast du einen Schlafanzug an? Das ist ja mit dir nicht richtig. Also ich habe ja nichts gegen die Kultur, ne? Warum wachsen dir die Füße grob, Alter? Die Hände viel schon auf. Und Füße. Das bin ich zu spät. Ja, da ist noch einer, der sich nicht irritiert.
aus. Einwandfrei. Ich mag mein Schiffchen. Ich finde das richtig gut. Das ist scheiß Benefiz, jetzt hier endlich. Es gibt wieder irgendwie einen Schnecker, man hat sich nichts zu entdecken. Den ist gut. Ich brauche dringend mehr Power, Geschwindigkeit, 50 Meter pro Sekunde, das ist nichts. Das ist ja gar nichts. Automatische Bremse ist aus.
habe ich noch gar nicht erforscht. Dieses Ding ist nicht wirklich. Aber gut, da führt das Schiff auf die schöne Pentaxid veredelt. Warpantrieb und Schilde. Ja. Nochmal fertig. Und wir bauen dabei das Schiffchen fertig. Okay. Das ist die Rakete. Muss man dann noch was schicken können? Das ist unmöglich. Waffen.
Kacknapp etwas.